Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Irgendwie will das ja nicht so. Okay, jetzt hat. Wir haben seit letzter Folge ein Riesenproblem. Uns ist das Eisen ausgegangen und das Wasser. Unser Wasser hält zwar, dadurch, dass wir so eine große Speicherversorgung hatten und da, sagen wir mal, ordentlich vorgesorgt haben, noch eine Zeit. Aber das heißt lange nicht, dass es noch lange hält. Wir stehen echt kurz, würde ich sagen, vor einer Notsituation. Wir stehen schon in der Notsituation. Und das macht es natürlich nicht wirklich besser. Aktuell ist es auch so, dass wir noch eine minimale Wasserversorgung, glaube ich, haben. Also ich glaube, noch zwei Pumpen arbeiten und haben hier 10.000, also noch 3.000 Wasser abpumpen können. Wir könnten natürlich hier auch noch ein paar Pumpen aufstellen. Aber ist jetzt auch nicht der Sinn. Die sollen jetzt ganz langsam noch vorsichtig das Wasser abpumpen, bis es vorbei ist. Ich habe mittlerweile hier überall fast ein paar Kabel fehlen noch. Die Stromversorgung schon fast verbunden, weil die dann nach unten mitgehen führen soll. Um halt doch ein bisschen was zu sparen. Jetzt brauchen wir aber dann unseren Freund hier. Wo ist er denn? Da ist er. Wir gucken mal hier gleich, ob wir in der Nähe noch ein paar Ressourcen haben, die wir abarbeiten können. Der Plan wäre auch, dass wir hier oben die Kuppel für den Metallabbau nutzen dann. Weil das hier müssen wir anschließen noch. Die braucht natürlich auch Metall. Wie immer. So. Jetzt ist die Frage, tun wir erst die Metallkuppel machen? Oder tun wir erst hier, ich würde erst sagen, wir tun hier das vorne. Weil, ganz simpler Grund, hier vorne das, wenn das fertig gebaut ist, fix und fertig ist, dann haben wir wieder Metall, dann können wir wieder anfangen zu bauen, dann haben wir halt Problem mehr, kein Metall, schlechte Versorgung. Und die können sich jetzt das hier schnappen und die Kabel verlegen. Und halt auch hier die, ja, das alles hier verlegen. Ich hoffe jetzt drauf, dass sie die Kapselkuppel einigermaßen fertig kriegen, beziehungsweise hier in Universallager erstmal hinbauen können. Und wir dann auch die Versorgung anschließen können. Bevor die uns Eisen klauen, weil natürlich wird das Eisen hier direkt auch benötigt und gewollt von bestimmten Firmen und weiß der Kuckuck was. Die liefern uns jetzt natürlich hier die Ressourcen, die wir brauchen, damit diese Kuppel gebaut werden kann. Dass wir dann die Sachen bauen können. Denn ohne Metall läuft ja bekannterweise nichts. Und hier hätten wir noch ein Lager, das 600 hält. 600 wäre immerhin ein Anfang. Und das können wir dann ordentlich ausnehmen mit 4 Minen hier. Also aktuell läuft es hier natürlich. Ich erhöhe mal hier die Menge ein bisschen. Aber wir haben schon mal das Erste. Wir brauchen hier wieder Metall. Weil eine unserer Dinger sonst kaputt geht. Ah, das haben sie gerade repariert bekommen. Das ist gut zu wissen. Also man merkt halt, dass es echt die Ressourcen ein großes Problem sind in dem Fall jetzt. Und ohne diesen Ressourcen kommen wir nicht weit. Und deswegen warten wir eigentlich nur dringend auf die ganzen Ressourcenvorladungen. Euch schicken wir schon mal hier hin, weil hier dann das nächste große Projekt wäre in dem Fall. Mittlerweile gibt es hier eine eigene Versorgung. Und das ist gar nicht schlecht. So, jetzt wird die Hülle gebaut. Wie schaut es mit dem Ding aus? Das ist fast fertig. Der ist natürlich auch vorteilhaft, weil mit dem Carbonatprozessor können wir halt dann die ganzen Sachen verarbeiten. Gut.
Jetzt kommt es natürlich zum Teil. Die Kuppel braucht eine Lebensmittelversorgung. Ah, nee, wo ich. Ich renne da unten ins Falsche rein. So, wir brauchen eine. Ein Lebensmittelgeschäft. Resources are low. So. Ich weiß, dass das Leben, dass die gerade low sind. Ein kleiner Sicherheitsposten muss hier auch noch mit hin. Gleichzeitig muss eine kleine Krankenstation, haben wir nicht einfach so einen Sanitäterposten hier außen, weil es ja so ein Außenposten von uns jetzt ist. Dann brauchen wir hier eine Wohnanlage. Dann gibt es noch einen kleinen Park hier. Ich hätte hier den großen Garten gerne auch bitte drin. So, komm schon. 94%. Nachtragend, Aufmerksamkeit wird verlangt. Achtung, etwas stimmt nicht. Nachdem eine Explosion unsere Kolonie erschüttert hat, haben alle Datenübertragungen von der Erde aufgehört. Zahlreiche Kolonisten wurden getötet. Unsere Experten haben sofort mit der Reparatur des Datenblocks begonnen. Erste Untersuchungen des Problems weisen jedoch darauf hin, dass es sich hierbei um Sabotage durch unsere Rivalen auf Mars handelt. Wegen der derzeitigen technischen Schwierigkeiten bedarf es weiterer Nachforschung. Beheben wir das Problem, wir können uns keine weiteren Forschungsrückschläge leisten. Beheben wir das Problem und finden heraus. Mission in Gefahr. Ah, das ist natürlich scheiße. Können die nicht auch Kolonisten transportieren? Schon, ne? Ich kann jetzt in dem Fall hier. Oh, zwei Metallextraktoren. Eine Stromverkabelung muss natürlich noch dran. So. Ah, dafür brauchen wir natürlich Maschinenteile. Ah, das ist eklig. Aber ich glaube, wir haben noch welche auf Lager. Das könnte gut sein. So. Und hier hin. Wir versuchen ja aktuell nur das herzurichten, was wir benötigen. Weil langsam mal hier so eine kleine Kolonie hier oben noch zu errichten, die sich dann darum kümmert, dass die Leute hier wohnen können, hier arbeiten können und vor allem dann Eisen produzieren können. Weil immerhin wird das erstmal unsere erste Pumpanlage sozusagen, bis wir die ganzen anderen Sachen erforscht haben, die automatisch alles irgendwo rauspumpen können. Hier oben wäre dann eine weitere, die man nutzen könnte. Das Lager besteht schon mal. Wohnraum für 24 Arbeiter. Da kann ich jetzt rein theoretisch eine eine Passagierrakete holen. Und erstmal alle raushauen. Und eigentlich brauche ich dafür ganz viele Geologen. Geologe. Wir suchen erstmal alle Geologen zusammen, die wir haben. Geologe. Ich hätte gern Mediziner und Offiziere auch zwei Stück jeweils. Dann noch ein paar mit keiner Spezialisierung. Botaniker vielleicht auch noch. Noch ein Geologe. Noch ein Geologe. Ingenieur. Dann haben wir so ein paar Mediziner, noch ein Offizier. Und ein paar mit keiner Spezialisierung in dem Fall. Zack. Und dann starten wir die Rakete. Neue Anomalie entdeckt. Oh, schauen. Es gibt doch noch neue spannende Sachen auf der Insel.
wenn wir beide zusammen rumfahren. Dann können die gleich vom Rücken nehmen. Das wäre natürlich mega geil. So. Die erste Anlage ist hier schon mal fertig. Die muss in allen Schichten dann laufen und kriegt einen Verstärker. Ja, schau, der nimmt es vom Rücken von dem. Das ist natürlich geil. Weil wir können modular unterwegs bauen. Das macht es natürlich noch um einiges geiler. So. Was natürlich hier noch gebraucht wird, sind Metallkabel. So, aber sie haben auf jeden Fall schon ordentlich ausgebaut. Dann sind auf jeden Fall auch ein paar Metallbrocken, die können wir uns gleich mal gönnen. Damit wir hier oben das dann auch bauen können. Die neue kleine Bude hier. Globalmagnetometer, Atmosphäre, Carbonatprozessor. Jetzt haben wir gleich auch gleich 1-2% hier erforscht, das ist natürlich noch geiler. Die haben schon Mitarbeiter ohne Ende. Natürlich genial. Machen wir es so. Und dann können wir hier oben rein theoretisch so einen Carbonatprozessor bauen, ne? Carbonatprozessor. Am liebsten hätte ich ihn ja hier gehabt, ne? 50 Metall. Holy shit, okay, der ist aber teuer, den kriegen wir nicht so einfach hin. Er füllt noch auf. Dann komm du mal schnell nach hier oben. Damit wir Minen starten können, weil aktuell sinkt sogar tagsüber schon der Stromverbrauch. Und das könnte jetzt in Zukunft auch der Weg werden, dass wir sagen müssen, wir verkabeln doch alles. So, die Metallminen arbeiten mittlerweile. Dann kümmern wir uns auch erstmal nochmal hier um drum rum. Wir haben volle Batterien. Und eigentlich sollte das Ganze Gesamtbedarf 600. Stromerzeugung, ja, wir sind auch gerade in der Nacht drin. Aber oh, bei uns fällt gerade so viel aus, das ist das Problem. Wo ist er? Er lässt sich bei weiter benutzen. Terraforming Baumenü, ja, jetzt muss halt erstmal müssen die beiden auf volle Leistung gehen zum Arbeiten. Kriegt dann auch hier oben noch ein weiteres Apartment eingebaut.
bauen direkt hier unten auch noch ein Lager hin für Metall. Wir müssen die es gar nicht so weit bringen. Das hängt halt aktuell alles davon ab, ne? Dass wir das wieder zum Laufen kriegen. Warum bringt er das zurück? Ah, zum Reparieren. Wir wollen ja alles reparieren, das stimmt was. Metall ist das, was wir zum Reparieren von allem brauchen. Bringen wir dich schon mal hier hin. Und dich auch hier hin. Da wäre dann noch so ein Platz für eine Kuppel. Ja, immer hier unten. Okay, unten ist auch gerade fast alles im Arsch. Resources are low. Passagierrakete. Ja, wir machen mal Filter, nochmal Spezialisierung. Aktuell brauchen wir Tourist. Nope. Geologen sind sehr wichtig. Anwenden. Da ist ein Tourist drin gewesen, da sind zwei Touristen drin gewesen. Ich kann mit Touristen nicht anfangen. Starten. Wir setzen gleich nochmal hin. Meteor Shower incoming. Wir brauchen mehr Bohrtürme. Es muss alles repariert werden. Wir brauchen so viel Metall. Es führt dazu, dass die Leute unglücklich sind. 4 Stunden reicht der Strom noch. Wenn wir es bis dahin nicht gelöst kriegen, haben wir ein Problem. Auch keine Metallteile mehr. Shit. Das ist natürlich jetzt gerade echt problematisch. Alles unter Kontrolle kriegen. Das wäre natürlich genial, aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinkriegen. Warum laden die das da nicht ab? Ach, weil sie immer noch reparieren. Lagersteinsabfälle ist voll. 5 Kuppeln haben keine Lebenshaltung mehr. Shit. Und dadurch, dass wir jetzt das ans Netz angeschlossen haben, haben die natürlich auch nichts mehr. Shit. Das war unser Todesurteil. Schalter bitte hier einbauen. Ich weiß nicht, was ich dafür. Boah, wir haben kein Metall mehr.
Tags haben wir immer noch zu wenig Strom. Und ich will keinen Strom. Eine Kuppel ohne Stromhaltung. Das Problem, dann arbeitet das auch nicht. Kein gespeicherten Strom mehr, ne? Gespeicherter Strom ist bei 0. Ne, gespeicherter Strom ist echt vollkommen in Ordnung. Weiß noch nicht so ganz, was das Problem ist aktuell, aber... Das Problem ist, dass wir hier keinen Strom haben. Bitte schaltet diesen Stromschalter ein. Strombedarf, Stromerzeugung. Die brauchen Maschinenteile. Auch Maschinenteile. Ich kann es also aktuell nicht anders hoffen, wie zu versuchen, mir Strom zu erzeugen vor Ort, damit wir die Maschinen betreiben können. Aber selbst jetzt geht es nicht mehr, weil wir haben nichts mehr zum Reparieren. Die beiden laufen wir jetzt Priorität. Aber ohne Maschinenteile kriegen wir halt nichts hin. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich glaube, ich habe zu sehr versucht, das Ganze zu retten und zu... Ich hätte mich darauf konzentrieren müssen, wenn ich gewartet habe, irgendwas zu machen. Wir hätten so viel Metall produzieren können. Ich glaube, das war's. Die Jungen scheinen einigermaßen Strom zwischendurch zu gehen, aber halt auch nicht immer. Das Problem ist, wir brauchen halt für diese Anlage eigentlich vor allem gerade Rohstoffe. Einfach Maschinenteile produzieren müssen. Problem, wir haben auch keine Produktion mehr aktuell. Unser Energiespeicher ist so gut wie aufgebraucht. Kann ich von Brasilien Kontakt Ressourcen anfordern? Genau, Polymer. Können wir hier immer Ressourcen anfordern? Auch nicht liefern. Russen, wir haben mit euch so viel Trades gemacht. Kontakt. Ressourcen anfordern. Fortschrittliche.
Okay, liefern wir das. Handel. Ressourcen anfordern, Standardressourcen. Können sie auch nicht helfen, die sind echt nicht. Wir schicken 50 im Austausch für 80. Ressourcen anfordern, Ressourcen können wir auch nicht. Der ganzen Kuppel fehlt Strom. Und dadurch, dass immer mehr von den Dingern hier streiken anfangen. Ach, shit. Man kann versuchen abzustreiten, dass das hier schiefgelaufen ist, aber es ist schiefgelaufen. Und nicht im geringen Maße. Wir können nicht mal mehr die Teile hier reparieren. Kann ich mir... Nee, kann ich nicht. Starten. Wir holen jetzt mal ganz viel Frachtraketen auch. Noch 6 soll es halt das Ganze... Anomalie, okay, ja. Es wird halt wenig helfen aktuell. Dadurch, dass die hier alle Metalle zum Beispiel brauchen, um repariert zu werden. Das Ding braucht Metalle zum Reparieren. Wir müssen erstmal alles, was Metall braucht, reparieren, um danach alles zu reparieren, was irgendwas braucht. Wie viel von dir haben wir noch? Fast nichts mehr. Elektronikteile haben wir dafür genug auf Lager wenigstens. 18 Metall, das ist nichts, Leute. Das ist nichts. Das ist absolut nichts. Eine Lebenskuppel ohne Lebenserhaltung mittlerweile, jawohl. Wir bieten Elektronikteile gegen Maschinen. Okay, mit den 18 können wir hier 3, 9, 12, wir können 3 von den Panels reparieren. Wir machen jetzt einen Notverkauf schnell. Metall drin, Leute. Versucht zu retten, was ihr retten könnt. Nicht gut. Fun Fact, er produziert jetzt Maschinenteile, weil es ihnen beauftragt wurde. Dass wir versuchen, unsere Panels zu reparieren, ist irgendwie so komplett abtrünnig gerade für die. Dass wir versuchen, die Energie wiederherzustellen, die uns gerade tagtäglich flöten geht, die wir nicht genug haben. Ich weiß nicht mehr, wo angeblich diese 2000 gespeichert sein sollen. Hm, wieder keine... Die Kapseln sind wieder ohne Lebenserhaltung. Entledigen uns jetzt so viel wie möglich.
nichts mehr. Das Problem ist, dass halt da oben das auch alles steht. Weil was sollen sie produzieren? Was sollen sie produzieren, ohne dass es läuft? Okay, die schicken wir schon mal zurück. Die schicken wir auch schon mal zurück. Ich glaube, ich habe von Grund auf Fehler gemacht. Von Grund auf schon Fehler. Klar, okay, ich spiele es auch. Spiele zum ersten Mal seit keine Ahnung wie lange. Aber man merkt, es ruckelt so voran. Es funktioniert nicht einwandfrei, es ruckelt. Aus jeder stabilen Situation wird eine unstabile Situation. Und dadurch führt es halt auch dazu, dass einfach alles fehlt. Ein Plan wäre jetzt versuchen, Stromgeneration wiederherzustellen. Irgendwie es zu schaffen, Energie zu produzieren. Was braucht denn so eine kleine Maschinenteilfabrik? Was braucht eine große? Überlegung ist jetzt gerade sozusagen hier oben eine Maschinenteilfabrik zu bauen, damit wir die Metallproduktion wieder anschmeißen können. Die Wege sind natürlich, ich habe gerade leider keine Zeit gerade leider. Gut. Rakete, Fratte. Wir brauchen Mittelstone. Starten. Wenn wir allein die Windräder hier schon hochfahren können, alles wäre es natürlich ein grandioser Plan. Wir fahren jetzt hoch, wir haben keine andere Möglichkeit mehr. Ja, ich bin eher erstaunt, dass die so lange überleben. So. Energie wäre da. Gleich hier noch eine Wohnstruktur. Es wohnen hier gerade nur noch sehr, sehr wenige drin. Aber wir sehen das mal mit einer hohen Wichtigkeit. Und holen noch eine Passagierrakete. Wenn wir hier wieder alles zum Laufen kriegen könnten, wäre es schon eine grandiose Aktion. Sieben abreisende Kolonisten. Keiner, der die Stellung hält mit mir. Sind alle nicht bemannt mehr. Sind die alle jetzt gestorben oder was ist hier passiert? Wie viele Bewohner habe ich denn? Kannst du nicht erzählen, dass die alle tot sind oder sind die alle abgereist?
wir die Metalle produzieren könnten, die wir brauchen, wäre das ein extremer Vorteil. Starten. Regardless auf was wir brauchen. Die kriegen höchste Prio jetzt gerade. Und noch ein Upgrade. Eine Arbeit, war eine Person drin, ist Wahnsinn. Sind immer noch Ressourcen drin, okay. Ich hoffe dadurch, dass wir das jetzt über so ein bisschen verteilen, dass genug Ressourcen ankommen. Ist das angeblich kein Strom da? Warum ist kein Strom da angeblich? Wir haben eine Food-Shortage. So. Angeblich kein Strom, weil 115 benötigt und nur 15 geliefert. So, jetzt kann die eine Pumpe wieder arbeiten, hier die andere Pumpe noch, okay. Die arbeiten schon mal, auch wenn wir irgendwie nicht genug Strom haben, angeblich. Strombedarf liegt bei 200. Frisst jeder von denen so viel Strom oder was? Holy shit. Die Stromerzeugung jetzt reicht nicht ansatzweise. Und hier unten ist noch nicht ansatzweise alles voll. Und jetzt schauen, dass wir endlich die Sachen reparieren. Ich sehe jetzt schon, dass die schon wieder anfangen abzuhauen. Aber ja. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das mit der Energie hinkriegen. 81 Hungernde. Wir haben 3700 auf Lager. Alles nur daran, dass wir zu wenig Ressourcen haben. Die müssen voll machen. Sobald das Metall fließt, wird alles in Ordnung. Jetzt reicht der Strom lustigerweise. Erklär mir das einer. Stromerzeugung, Strombedarf. Irgendwie hat es gereicht. Jetzt sind die aber auch leer gegangen. Die erneuert, perfekt. Das ist eigentlich genau das Ziel von mir gewesen, dass ich anfange, Sachen zu erneuern. Was wir natürlich wieder nicht tun.
teilweise ein bisschen idiotisch. Wie schaut es tagsüber jetzt aus? Wenn die Dinge aktiv werden. Ein Strom plus. Oh mein Gott. So. Jetzt haben wir 81 plus. Oh Gott, endlich. Wir kommen wieder ins Positive. Leute, wir kommen ins Positive. Endlich. Jetzt müssen die nur da oben bleiben. Da brauchen wir auch ein paar Mitarbeiter, damit die da endlich essen können. Vielleicht gibt es hier oben auch genug Wohnungen für jeden. Langsam scheinen die hoffentlich zu kapieren, dass wir es nicht ...62 nach meinen wir, ja, das ist verständlich. Dich können wir leider aktuell überhaupt nicht. Warum haben wir diese Hungersnöte so extrem? Weil die teilweise gar nicht versorgt werden. Da ist unsere entfernte Kuppel hier oben wieder die. Naja. Stell dich in die Mitte rein und dann sollte das was werden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.